Hallo, mein Name ist Lena und ich möchte euch von meinem ersten Straßenrennen erzählen. Und zwar ist das der Münsterland Giro 2022. 95 Kilometer Distanz, fand am 3. Oktober statt. Ja, und hier sieht man aus Sicht meiner Lenkerkamera, wie ich zum Start rolle, beziehungsweise zur Startblockaufstellung. Und ja, ich bin im Startblock E, das ist der letzte von 5 Startblöcken. Der Münsterland Giro ist ein großes Event, wo es ein Profirennen gibt, was international auch begleitet und berichtet wird. Und es gibt das Jedermannrennen. Und das Jedermannrennen gibt es in 3 Distanzen, 65, 95 und 125 Kilometer. Und ich dachte, ehrgeizig, wie ich manchmal bin, oder übermütig, melde ich mich doch gleich mal für die mittlere Distanz, für 95 Kilometer an. Da komme ich jetzt langsam ins Bild mit diesem lila Triathlon-Anzug. Und ja, wie gesagt, das ist mein erstes Rennen. Ich bin gut gelaunt, aber auch aufgeregt, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was mich da so erwartet. Was schon mal auffällt, wenn mich und die anderen vergleicht, ich habe ganz kurze Ärmelchen. Die anderen sind alle langarmlich unterwegs. Einmal ein bisschen zusammenrücken. Jetzt werfe ich erstmal meine Sonnenbrille weg, weil ich ein bisschen tollpatschig bin und nervös und aufgeregt. Ist mir nichts passiert, ist heile geblieben. Und ja, die anderen sind alle irgendwie wärmer gekleidet. Das ist morgens um 8.40 Uhr und es waren 8 Grad Lufttemperatur. Ich wusste aber auch, dass es an dem Tag noch wärmer wird. Und ja, ich dachte mir, das ist die passende Kleidung. Es ist an sich, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt schon nach 8.40 Uhr. Also das ist die offizielle Startzeit. Ich bin schon gut aufgewärmt, denn ich bin schon quer durch Münster gefahren. Von dem Ort, wo ich übernachtet habe, bei einer sehr guten Freundin, über den Beutelservice, der ein bisschen schwer zu finden war. Da konnte man nämlich Dinge abgeben, die man beim Rennen nicht dabei haben wollte, aber nach dem Rennen zur Verfügung haben wollte. Und von da aus auch nochmal quer durch Münster zum Start. Und ich hatte bis ganz zum Schluss echt Angst, dass ich den Start einfach verpasse. Jetzt bin ich da angekommen und um 8.40 Uhr war da alles noch ganz ruhig, weil da fuhr wahrscheinlich etwa zu der Zeit der erste Startblock, der Startblock A, los. Ich bin im letzten Startblock E und der fährt einfach verzögert los. Und deshalb stand ich dann da noch ungefähr 10 Minuten rum. Das habe ich auch schon ein ganzes Stück gekürzt. War gar nicht so spannend. Und bald soll es aber losgehen. Genau, das mit den Startblöcken. Es gab 5 Stück auf dieser Distanz. Und da werden die Leute, die sich anmelden, einfach einkategorisiert nach der zu erwartenden Geschwindigkeit. Wenn man schon öfter Rennen gefahren ist, wird das wohl auf Basis der vorherigen Rennen gemacht. Wenn nicht, gibt man einfach bei der Anmeldung hier eine Schätzung an, was man glaubt, was man für eine Durchschnittsgeschwindigkeit schafft. Ich wusste da echt nicht, was ich angeben soll, habe so ein bisschen die Werte aus meinem Training genommen, auch wenn ich oft alleine trainieren gefahren bin. Und habe da noch ein bisschen was drauf gerechnet, weil ich dachte, ja, ein bisschen schneller wird es wohl sein, wegen Aufregung und Windschatten und so. Und bin dann auf 29 km/h gekommen. Weniger als 27 oder 28 hätte man auch gar nicht angeben dürfen, weil das die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit ist. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Letzten Endes hatte ich offiziell eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35,73. Also mehr als 6,5 km/h schneller. Aber dass ich so schnell sein würde, habe ich gar nicht geahnt. Dadurch komme ich also jetzt hier in den letzten Startblock. Und ich weiß es nicht genau, aber ich glaube ja, dass die meisten Leute, die da um mich herum sind, schon mal so ein Rennen gefahren sind. Und die allermeisten, die das zum ersten Mal machen, erstmal auf Nummer sicher gehen und die geringe Distanz, die 65 Kilometer, sich aussuchen. Ich bin manchmal so ein ganz oder gar nicht Mensch und denke so, ja komm, wenn schon, dann will ich auch wirklich eine Herausforderung, nichts, wo irgendwie vorher schon klar ist, dass ich das irgendwie schaffe. Genau, somit war mein Ziel auch mehr oder weniger erstmal ins Ziel kommen und irgendwie diese Distanz schaffen bei dieser Mindestgeschwindigkeit, die ich sonst so nicht schaffen würde. Und ja,
Was das dann für eine Platzierung wird, war mir zu dem Zeitpunkt erstmal relativ egal. Ah, Sonne! Sonne! Und es sind nochmal so viele, ich dachte jetzt vielleicht in der fünften Startreihe sind es weniger, aber nein, schau mal, das geht wieder hinter bis zum Cineplex fast. Die kommt da aus der Seitenstraße raus, also ich glaube immer noch, es sind mehr wie 4000 Leute. Zählt rückwärts, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Ging aber alles gut, ich muss mich ein bisschen an die Seite stellen. Achtung, schön immer nach vorne schauen, nicht zu viel nach unten, mehr nach vorne schauen, genau. Achtet auf eure Fahrstrecke. Und das ist der Genießerstartblock hier, das sehe ich den schon an. Die genießen jeden Zentimeter hier. Genau, da geht's jetzt los. Ja, keine Ahnung, was man da so für ein Tempo am Anfang fährt. Ich habe einfach gedacht, ich fahre mal so wie die anderen auch. Sind jetzt gerade mal so 25 km/h. Geht also ganz gemütlich los. Der Kommentator hat es ja auch schon gesagt, wir sind der Genießerstartblock, wir genießen jeden Meter. Vielleicht war das ein kleiner Seitenhieb auf unseren langsamen Start. Auf jeden Fall, ja, jetzt wird es ja schon schneller, jetzt sind wir schon bei 32. Also ich zumindest, da links fahren welche noch ein bisschen schneller. Und jetzt kommt es erstmal hier über eine lange Gerade bis zu der ersten scharfen Kurve. Da schneide ich auch gleich noch ein bisschen was raus. So spannend ist das jetzt nicht, diese erste Gerade. Aber ja, ich hatte ja tatsächlich auch Sorge, so wie wird denn überhaupt dieser Start? Also ist das vielleicht ein Riesengefusel und Chaos und alle versuchen sich da schon zu drängeln und zu überholen. War ja ganz entspannt. Da links sehen wir übrigens das GASO, ganz wunderbares soziokulturelles Zentrum in Münster, was es hoffentlich noch lange geben wird. Das wurde vor 10 Jahren ungefähr außer Betrieb genommen, weil Münster jetzt einen anderen Gasspeicher hat. Und da gibt es ein sehr cooles Kollektiv, die machen da seit 1,5 Jahren oder so diverse Aktionen, Veranstaltungen, Kneipen, Theatervorführungen, Kunstausstellungen, was auch immer. War ein schöner Start, da an einem noch irgendwie bekannten Ort vorbeizukommen. Bis da kannte ich auch die Straße noch. Ab hier ist das alles Neuland für mich. Da habe ich jetzt einmal was rausgeschnitten. Wir sind immer noch auf der gleichen Gerade, aber jetzt gleich kommt die erste Kurve. Genau, die Straßen sind gesperrt, das heißt, man muss nicht mit Gegenverkehr rechnen, nicht mit Fußgängern, nicht mit random Autofahrern, die daherfahren. Das kannte ich so auch alles noch nicht. Da stehen an den Ecken immer so Streckenposten und Pfeifen, damit man merkt, dass man auf eine Gefahrenstelle zukommt. Da kommt gleich auch noch eine. Kann man auf der Karte nicht sehen, weil es da einfach so ein Huckel im Boden ist, wo man vielleicht ein bisschen langsamer fahren könnte. Letzten Endes fahren wir da trotzdem alle recht schnell drüber. Ja, nach der Kurve wird gleich wieder ein bisschen beschleunigt. Genau, da hört man es schon wieder pfeifen. Ja, gut, das war jetzt nur die Mittelinsel und dieser berüchtigte Buckel, vor dem am Anfang gewarnt wurde, der kommt dann auch gleich. Ja, das Münsterland, wer es nicht kennt, im Westen Deutschlands, ein bisschen nördlich vom Ruhrgebiet, ist eine wunderschöne Landschaft und es ist wunderbar flach. Das ist auch gut so, denn Steigung ist definitiv meine Schwäche. Und mein Rad, wie gesagt, es ist an sich kein Rennrad im engeren Sinne, ist halt ein bisschen schwerer als die meisten Rennräder. Mit allem, was da jetzt so dran gebaut ist und ohne Snacks und Getränke, bringt das wahrscheinlich so 10, 11 Kilo schon auf die Waage. Jetzt erstmal noch ein bisschen weiter und im Wesentlichen hat sich das alles recht entspannt angefühlt bis dahin. Also wie so eine lockere Ausfahrt, so eine Radtour eben. Nicht so, wie ich mir Rennen vorgestellt habe. Das ändert sich später noch, ja.
Aber ja, ich war eigentlich ganz erfreut, weil so hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt gleich am Anfang schon wieder rausfallen werde. So, dieses Zeichen, was die da machen, diese Hand einfach so ein Stück heben mit offener Handfläche, das ist das Symbol für langsamer werden. Genau, da war jetzt gerade dieser besagte Buckel und jetzt kommen noch einige Zuschauer. Das ist einerseits unter RennradfahrerInnen eine Konvention, das so zu machen, aber nicht nur dort. Ich war jetzt kürzlich mal ein paar Tage in Kopenhagen und bin dort Fahrrad gefahren und dort, also nicht nur in Kopenhagen, sondern generell in Dänemark, ist es wohl üblich und auch vorgeschrieben, dass wenn man anhält oder stark bremst, dass man das quasi als Bremszeichen macht. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache, könnten sich hier in Deutschland noch mehr Leute abgucken. Ja, da geht es jetzt gleich wieder auf die nächste Kurve zu. Wird wieder ein bisschen gebremst. Und danach aber auch zügig wieder beschleunigt. Das finde ich ganz angenehm. Dadurch hat sich das irgendwie ein bisschen spannender und mehr nach Rennen angefühlt und nicht nur nach, wir machen jetzt mal so eine kleine Freizeitausfahrt. Und jetzt schon wieder hoch auf 39 km/h, 40. Und ich dachte so, ja, jetzt ist Rennen, ne? Und da sieht man schon, jetzt haben wir hier auch mal die ganze Straßenbreite. Da links wird schnell überholt. Und ich mache mir jetzt erstmal so ein bisschen Gedanken, so, ja, wie läuft denn das jetzt eigentlich? Das zieht sich jetzt ein bisschen so auseinander. Manche fahren langsamer, manche fahren schneller. Ich könnte ja vielleicht irgendwann auch mal gucken, dass ich ein bisschen weiter nach vorne komme. Ja, ich habe mir nämlich bis dahin sehr wenig Gedanken darüber gemacht. Ich wusste, dass Windschatten irgendwie ein wichtiger Faktor ist. Ich habe Zahlen gelesen, dass man irgendwie im Idealfall, wenn man gut umgeben ist von anderen FahrerInnen, irgendwie bis zu 75% des Windwiderstands einsparen kann. Und wenn man auf ebener Strecke fährt und ein gut laufendes Rad hat, geringen Rollwiderstand, wenn man gute Reifen hat und so, dann kämpft man ja im Wesentlichen nur gegen den Luftwiderstand an. Der nimmt ja überproportional zu, wenn man schneller fährt. Ich glaube ungefähr quadratisch, also sowas wie doppelte Geschwindigkeit macht vierfachen Luftwiderstand. Das sind so die Theorie-Dinge, die ich mir vorher klar gemacht habe, aber auch nicht so richtig verinnerlicht, was das jetzt für meine Fahrweise heißt und für die Entscheidung, die ich treffe. Ja, da sieht man mich nochmal. Ja, eigentlich bin ich da auch noch relativ entspannt dabei. Der Ton vom Mikrofon ist jetzt halt hauptsächlich Fahrtwind. Ich habe da einfach das fest eingebaute Mikrofon von der 360-Grad-Kamera. Aber jetzt habe ich gerade nach hinten geguckt und habe gesehen, da kommt ja hinten gar keine mehr. Ich bin ja jetzt so ziemlich am Ende. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt das absolute Ende des ganzen Rennens ist. Vielleicht sind da viel weiter hinten noch Leute. Aber jetzt direkt hier hinter kommt erstmal keiner mehr. Das heißt, wenn ich jetzt noch langsamer werde und die mir davon fahren, dann habe ich ja gar keinen Windschatten mehr und dann könnte ich abgehängt werden und dann schaffe ich es vielleicht nicht mehr wieder einzuholen. Das war so die erste Erkenntnis und ich dachte so, ja erstens, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, um dran zu bleiben, damit die mir jetzt nicht akut wegfahren. Aber was heißt denn das eigentlich so generell für mich? Vielleicht sollte ich nicht nahe dem Ende unterwegs sein, weil wenn ich nahe dem Ende bin, der Gruppe, dann kann ja jede kleine Unachtsamkeit, die irgendwie passiert, dass ich irgendwie zum Beispiel einen ganz kleinen Mini-Technik-Defekt habe, irgendein Problemchen, weshalb ich mal kurz anhalten oder ein Stück langsamer fahren muss oder auch einfach nur, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Das weiß ich aus Erfahrung, da werde ich auch ein kleines bisschen langsamer bei. Das könnte dann ja schon reichen, den Anschluss zu verlieren, den Windschatten zu verlieren und dann weiß ich nicht, ob ich es schaffe, diese Gruppe wieder einzuholen oder ob ich dann einfach langsamer durch den Wind mich vorarbeiten muss, bis ich dann von der nächsten Gruppe eingeholt werde. Immer in der Hoffnung, dass dann noch eine nächste Gruppe kommt. Könnte ja auch sein, dass ich tatsächlich schon die allerletzte im ganzen Rennen bin. Und ich dachte mir, nee, das will ich eigentlich nicht riskieren. Eigentlich will ich ein bisschen weiter vorne innerhalb der Gruppe sein, dass ich einen Puffer habe, wenn ich mal kurz zurückfalle. Aber wie geht denn das? Wie überholt man denn eigentlich sinnvoll Leute? Ja, jetzt versuche ich da irgendwie an diesen gelben Fahrer ein bisschen aufzuschließen, aber merke auch recht bald, ja, nee, der fährt ja selbst langsamer als das, was ich fahren will. Ich will hier wirklich weiter nach vorne kommen.
Also gucke ich jetzt mal, wie das so mit dem Überholen geht. Und ja, komme jetzt gerade noch nicht so richtig voran. Eine Zeit lang versuche ich einfach so zu gucken, wo sind irgendwie nette kleine Lücken, wo man mal durchhuschen kann. Aber so richtig Strategie habe ich da natürlich noch nicht drin. Und was ja auch so eine Sache ist, bei diesem Rennen sind über 1000 Menschen angetreten. Also alleine in dieser Distanzklasse 95 Kilometer sind 1100 ungefähr ins Ziel gekommen. Und ich hatte zwischendurch auch nochmal dann nachgeguckt, ob ich Zahlen finde, wie viele überhaupt gestartet sind. Das war nicht so ganz naheliegend, diese Info zu finden. Aber letzten Endes habe ich dann gesehen, hier gestartet sind 1416 Menschen. Man weiß ja nicht, also ich weiß nicht, nee, eigentlich weiß niemand von denen, die hier fahren, wo die sind. Sind die vor mir, sind die hinter mir, auf welchem Platz bin ich gerade, wie weit und wie schnell sind die vor oder hinter mir, wie groß sind die Lücken, die man da überwinden müsste, wenn man jetzt aus einer Gruppe ausbrechen wollte, nach vorne oder nach hinten und sich in eine andere Gruppe eingruppieren. Wir haben hier so ein digitales Zeitnahmesystem. Wir haben so, jeder hinten am Sattel so ein Fähnchen, das sieht man da rechts zum Beispiel auch, so ein kleines Papierfähnchen, was an die Sattelstange gemacht wird. Da ist ein elektronischer Transponder drin. Und der identifiziert einen mit der eigenen Startnummer und damit können die theoretisch an Start und Ziel und auch zwischendurch erfassen, wer wo ist. Aber letzten Endes gibt es da gar nicht viele von diesen Zwischenstationen, die das aufnehmen. Ich glaube, auf dieser Distanz gab es nur eine davon. Und das heißt, nicht mal irgendwer, der dieses Rennen leitet, hat einen wirklichen Überblick darüber, wo sind die ganzen Leute eigentlich gerade. Und die wir hier mitfahren, erst recht nicht. Und wir dürfen zwar gewisse Technik benutzen, also ich habe da rechts am Lenker, also eigentlich mittig am Lenker, mein Smartphone. Das hat GPS am Laufen, das hat auch eine Internetverbindung prinzipiell und lädt damit die Kartendaten runter. Ich habe hier meine Insta360-Kamera am Lenker, die filmt. Aber was wir nicht dürfen, wir dürfen nicht elektronisch kommunizieren, weder mit anderen RennteilnehmerInnen noch mit irgendwem außerhalb. Wir dürfen nicht telefonieren, kein Radio hören und nichts. Dementsprechend ist alles, was ich wissen kann über die Rennsituation, das, was ich mit meinen eigenen Augen vor und hinter mir sehe. Und ja, noch bin ich nur dabei zu gucken, dass ich in der Gruppe bleibe und nicht so weit nach hinten rutsche. So richtig einen Plan, wie ich da jetzt weiter nach vorne komme, habe ich noch nicht. Aber zumindest habe ich irgendwann in den letzten Minuten ja verstanden, okay, ich muss da irgendwie ein bisschen dran arbeiten. Ich muss, während ich hier kontinuierlich meine Geschwindigkeit weiterfahre. Man sieht auch schon, es ist jetzt schon noch ein bisschen schneller geworden als vor ein paar Minuten, 42, 43 km/h. Muss ich außerdem versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert und wie man sich jetzt verhält und wie ich irgendwie taktisch fahren kann. Rückblickend würde ich sagen, Taktik ist mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich sogar noch wichtiger, als das, was man wirklich körperlich leisten kann. Weil der Unterschied zwischen im Windschatten fahren und nicht im Windschatten fahren kann einfach so krass sein, dass irgendeine kleine Entscheidung, fahre ich jetzt in diese Lücke oder nicht, überhole ich jetzt diese Person oder nicht, hinter wem bleibe ich jetzt und so, einfach wahrscheinlich mehr ausmachen kann, als ob ich jetzt noch 10 Trainingsfahrten mehr oder 10 Trainingsfahrten weniger vorher mache. Also das ist zumindest so der Eindruck, den ich jetzt nach meinem ersten Rennen gewonnen habe. Während des Rennens war mir das immer noch nicht bewusst, wie schwerwiegend das alles sein kann, diese kleinen Entscheidungen. Ja, jetzt kommt hier noch ein bisschen eine Kurve. Wir bremsen ein bisschen runter auf 34. Geht es gleich wieder schnell weiter. Diese Geschwindigkeit, wie stark die Leute nach den Kurven anziehen und mehr beschleunigen,
Ich hatte auch den Eindruck, das wird von Kurve zu Kurve krasser. Und dieses Runterbremsen dafür, dass eine Kurve kommt, wird auch von Kurve zu Kurve weniger. Ja, jetzt versuche ich rechts so ein bisschen zu überholen. Hier sieht man schon, hier sind jetzt gerade relativ viele Leute, aber mit recht großen Abständen, sowohl nach vorne und hinten als auch zu den Seiten. Das macht es auch irgendwie leichter, da so ein bisschen durchzuhuschen und mal zu gucken, wo komme ich da jetzt nochmal eine Position nach vorne oder in eine der anderen Spuren. Es gibt ja da nicht so festgelegte Spuren. So, das Handsignal, was man da vorne gesehen hat, ist auch ein quasi standardisiertes beim Rennradfahren, das einem sagt, Achtung, da kommt jetzt gleich irgendwas. Nicht nur ich schere jetzt nach links aus, sondern du hinter mir solltest dich auch gefasst machen, dass du jetzt nach links fahren musst, weil da rechts was ist. Zum Beispiel jetzt gerade die beiden, die wir da überholt haben. Ja, jetzt gibt es gerade nicht so viel zu erzählen. Es geht einfach geradeaus weiter. Ja, jetzt versuche ich rechts mal ein bisschen vorbeizuziehen. Das klappt erstaunlich gut dafür, dass da vor mir so eine große Lücke ist und ich eigentlich gerade dem Wind ausgesetzt bin. Und jetzt verdichtet sich das auch schon. Also als ich gerade vor ein, zwei Minuten meinte, da ist ja viel Abstand zwischen den Leuten, von diesem Abstand ist da jetzt nicht mehr so viel über. Okay, da bin ich jetzt ziemlich nah am Straßenrand, wo diese wobbeligen Randsteine sind. Ich meine, letzten Endes, so Rennradreifen können ja auch doch ein bisschen was ab. Also wenn ich da jetzt drauf gekommen wäre, wäre das jetzt weder für mich noch für das Rad zwingend ein Problem gewesen. Aber da habe ich gedacht, ja, eigentlich sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Abstand davon halten. So, und jetzt ziehen die Leute hier auch wieder ordentlich an mit der Geschwindigkeit. Macht sich bei der Zahl, die da angezeigt ist, gar nicht so bemerkbar. Ja, und da sieht man gerade diesen Motorroller oder Motorrad, was da vorbeifährt mit der, ich glaube, da war auch jemand mit einer Kamera hinten drauf. Das ist hier bei diesem Jedermann-Rennen relativ wenig. Es gibt wenige von diesen Begleitfahrzeugen. Insbesondere gibt es nicht diese ganzen Autos, die da mitfahren mit irgendwelchen Ersatzteilen und Ersatzrädern auf dem Dach und hinten drauf, sondern wir fahren hier alle und sind auf uns selbst gestellt. Ich finde das aber auch irgendwie ganz angenehm. Also das, was man von diesen Profirennen sieht, dass da dieses wilde Gemisch ist aus Rennrad und Motorrad und PKWs und Transportern, die alle auf dem gleichen schmalen Kurs mit hoher Geschwindigkeit fahren, das finde ich gruselig. Das ist doch deutlich entspannter hier. Das Schöne an dieser Situation hier ist auch, eigentlich geht es einfach geradeaus, man kann einfach kontinuierlich treten und muss gar nicht akut viel nachdenken. Also es passieren wenig Situationen, auf die ich jetzt irgendwie reagieren muss. Ich muss sagen, jede normale Alltagsfahrt, die ich mit dem Rad habe, egal ob jetzt, weil ich von A nach B will oder weil ich gerade am Trainieren bin oder so, das ist alles immer viel stressiger, weil es ständig irgendwie unübersichtliche Verkehrssituationen gibt, weil ich sonst nicht immer auf so glatten Straßen fahren kann, sondern genötigt bin, per Straßenverkehrsordnung und per Meinung der anderen Verkehrsteilnehmer auf irgendwelchen Radwegen zu fahren, so wie da links der Radweg. Das sieht ja immer ganz nett aus, aber wenn er wirklich drauf unterwegs ist mit 30, 40 km/h, ist das eigentlich immer eine recht große Qual, weil da halt immer Unebenheiten und enge Kurven und Hindernisse sind. So, jetzt schere ich hier mal nach links aus, weil ich mir überlegt habe, eigentlich könnte ich da doch mal überholen. Und ja, jetzt mache ich das einfach. Was mich gerade ein bisschen unzufrieden macht, ist, dass die Anzeige hier im Video gar nicht aussieht, als wenn ich schneller werde. Obwohl ich mir recht sicher bin, dass ich da schneller geworden bin.
muss ich mal nachher gucken, was da los ist. Vielleicht kriege ich das noch korrigiert und wenn ihr das dann jetzt gleich dieses Video guckt, vielleicht wird es dann auch schon schneller, weil ich es irgendwie behoben bekommen habe. Weiß nicht, ob da was verschoben ist. Ja, auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, zum ersten Mal versucht, einfach mal auszuscheren und ein paar Leute zu überholen. Und dachte so, hey, das funktioniert doch. Dann probiere ich das doch gleich einfach nochmal, wenn das so gut geht. Das macht ja auch irgendwie Spaß. Und ja, jetzt ziehe ich da einfach irgendwie vorbei. Auch jetzt wundere ich mich ein bisschen, während ich dieses Video hier gucke und vertone, dass da gar nicht steht, dass ich schneller geworden bin. Aber die werden ja nicht einfach alle genau in dem Moment langsamer geworden sein, wo ich nach links ausgeschert habe. Das macht ja keinen Sinn. Ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich erstmal genug vom Überholen. Jetzt würde ich gerne mal wieder rechts einscheren, dass ich wieder in den Windschatten komme. Aber das ist gar nicht so einfach. Also, ich will da ja jetzt auch niemand anderes rausdrängen. Und wenn da irgendwie gerade keine Lücke ist, na gut, dann fahre ich halt erstmal so weiter. So, jetzt merke ich, jetzt werde ich selbst wieder überholt von ein paar Leuten. Und da hinten kommen irgendwie noch ein paar mehr an, die jetzt wieder ein bisschen schneller sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt schon gesehen habe, weil nur weil die Kamera jetzt nach hinten guckt, also der Ausschnitt der Kamera, den ich jetzt hier nachträglich auswähle, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich in dem Moment nach hinten geguckt habe. Aber wahrscheinlich habe ich das jetzt irgendwann auch mal mitbekommen, dass ich überholt werde. Aber ja, ich bin jetzt so in so einer mittleren von drei Spuren, die irgendwie die langsamste ist. Da ist es dann teilweise auch nicht so ganz klar, was mache ich denn jetzt, um überhaupt aufzuholen. Und ja, ich glaube, da war ich jetzt auch wieder relativ am Ende der Gruppe. Genau das, was ich vermeiden wollte, diese Gefahr abgehängt zu werden. Und muss jetzt also mal ein bisschen reintreten. Der Münsterland-Giro ist ja immer am 3. Oktober und das ist ja in Deutschland ein Feiertag, passt also immer ganz gut und ich war auch sehr gespannt, wie das Wetter sein würde. Ich meine, es ist ja schon eindeutig Herbst, der Oktober. Es hätte vielleicht auch vor allem regnen können, es hätte bewölkt sein können, es hätte sehr windig sein können. Wind ist das Allerschlimmste, finde ich, da ist mir Regen tatsächlich lieber. Solche Situationen. Und ich muss sagen, ich bin einfach super glücklich und dankbar über dieses Wetter. Ich meine, das sieht doch traumhaft aus. Die Sonne scheint, die Farben der Blätter, gelb, das meiste noch grün, es ist blauer Himmel, alles wunderbar, es ist so gut wie windstill. Ich meine, eigentlich besser geht's doch kaum. Und ich hoffe einfach, wenn ich die nächsten Jahre dieses Rennen wiederfahren werde, dass das Wetter wieder so schön wird. Ich wollte mich ja irgendwie vorbereiten, ich habe vorher versucht rauszufinden, was sind denn so historische Wetterdaten fürs Münsterland am 3. Oktober oder überhaupt Anfang Oktober in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Habe ich nichts gefunden. Also man würde ja denken, da findet man was. Also wenn ich jetzt wirklich noch viel mehr Zeit reingesteckt in die Recherche,
In Recherche hätte ich wahrscheinlich was gefunden. Habe ich aber nicht. Genau, viel ist ja jetzt hier zuletzt nicht passiert. Ich weiß jetzt im Nachhinein gar nicht mehr, was das ausgelöst hat, aber jetzt gleich denke ich mir, eigentlich könnte man doch noch mal so ein bisschen weiter nach vorne. Vielleicht einfach zu sehen, dass die Straße gerade breit genug ist und links ein bisschen Platz ist und dass es die letzten beiden Male eigentlich sich ganz gut angefühlt hat, ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen, mache ich das doch einfach noch mal. Und ja, ich weiß nicht, ob man es aus meiner Körpersprache ablesen kann. Ein bisschen strenge ich mich gerade schon an, aber eigentlich ist es jetzt nicht volles Auspowern, was ich da mache. Genau, jetzt fahre ich nach vorne und stelle fest, und da sind ja gar nicht so viele Leute vor mir. Hier vorne die ganzen mit den rot-schwarzen Trikots bilden schon mehr oder weniger die Spitze hiervon. Was man jetzt vielleicht im Video gar nicht so gut erkennen kann, da ganz hinten am Horizont ist noch so ein kleines Grüppchen. Also es ist nicht so, dass da jetzt niemand mehr zu sehen wäre. Aber es ist schon eine ordentliche Lücke bis dahin. Und ja, jetzt bin ich hier also recht weit vorne innerhalb dieser Gruppe. Drei sind, glaube ich, noch vor mir. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ach, mal gucken, wie weit ich da noch nach vorne komme. Ja, dann holen wir jetzt noch wen. Aber ich hatte jetzt auch nicht so den super Plan, was mache ich denn, wenn ich an der Spitze von dieser Großgruppe bin. Ganz an der Spitze sein will ich eigentlich auch gar nicht, weil da kriege ich natürlich den meisten Gegenwind ab. Da rechts haben wir es gerade ganz kurz im Video gesehen, dass da doch noch ein paar mehr Leute jetzt näher dran sind. Also vielleicht haben wir da auch gerade so ein bisschen die größere Gruppe eingeholt. So, und jetzt wäre ich fast hängen geblieben zwischen zwei, die ein bisschen langsamer unterwegs waren. Und jetzt holt aber auch die Gruppe ganz gut wieder auf. Und ich merke, ja, ich kann mich jetzt auch nicht ausruhen auf dem, dass ich da nach vorne gefahren bin. Ich muss schon irgendwie auch zusehen, dass ich da wieder dranbleibe. So, und jetzt bin ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich bin jetzt hier rechts gelandet und die anderen sind überwiegend links und ich bin gar nicht mehr so richtig in der Gruppe drin und habe jetzt vor mir eine große Lücke und kriege jetzt hier den vollen Gegenwind ab. Und wir haben es gerade schon ein bisschen gesehen, meine Körperbewegungen kommen so ein bisschen außer Form, weil ich mich jetzt doch voll reinhängen muss, um hier noch dran zu bleiben.
ich es irgendwie nicht schaffe, vielleicht versuche ich es auch gerade gar nicht, ich weiß es nicht, nicht schaffe, links wieder so in die Gruppe reinzukommen. Hatte erst so ein bisschen Angst, so jetzt werde ich abgehängt. Andererseits merke ich jetzt, jetzt staut sich das auch alles wieder schon so ein bisschen. Also so ganz dramatisch ist es gerade noch nicht. Aber jetzt war so der erste Punkt vielleicht im ganzen Rennen, wir sind jetzt nach 22,5 Kilometern, wo ich gemerkt habe, oh ja, meine Kondition gibt gerade nicht das her, was ich gerade gerne geben würde. So, und dass ich jetzt hier so weit rechts fahre und mich überholen lasse und einfach nicht versuche, da links in irgendeine Lücke reinzukommen, aber auch nicht so richtig die Lücke nach vorne aufschließe, ist einfach nur taktisch unklug. Aber ich glaube, da bin ich jetzt gerade schon so drin in Konzentrieren auf Gas geben, auf mich anstrengen, auf mich auspowern, dass dieses logische, strategische Denken schon wieder so ein bisschen aussetzt. Und das ist gar nicht gut, kann ich euch sagen. Ja, aber letzten Endes, ja, ich bin jetzt definitiv nicht mehr weit vorne an der Spitze dieser Teilgruppe. Da sieht man, da sind ganz viele vor mir. Ich werde auch hier und da überholt, aber noch sieht es nicht so richtig dramatisch aus. Ja, im Windschatten zu bleiben, hinter jemandem, der selbst auch langsamer ist als die Gruppe, ist zwar ganz gut, um zu Kräften zu kommen, aber verhindert letztlich nicht, dass ich überholt werde. Ich glaube, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, wieder einigermaßen reinzukommen und eine gute Position mit Windschatten zu ergattern innerhalb der Gruppe. Letztlich ist das ganze Rennen immer wieder so ein Wechsel zwischen, ach, es ist alles ganz gechillt, ganz entspannt, ich muss mich eigentlich gar nicht anstrengen, so, ich komme einfach mit, zu einem plötzlichen, huch, was ist denn jetzt los? Warum sind jetzt alle so schnell? Ich muss ja was tun, dass ich dranbleibe. Und naja, wenn diese von außen kommenden Stressmomente zu selten werden, dann werde ich manchmal ein bisschen übermütig und denke, ach ja, das war alles ganz gechillt, aber ich könnte jetzt ja einfach mal ein bisschen überholen hier und mache dann irgendwie so Sachen. Wir fahren jetzt hier schon eine ganze Zeit so mit 35 bis 37 km/h. Das ist nicht das Schnellste, was bisher in diesem Rennen war. Und man hört relativ stark das Windrauschen. Ich merke auch relativ oft die Anstrengung. Also ich denke, wir haben da jetzt schon so ein bisschen Gegenwind. Wenn man auf der Karte schaut, wir fahren jetzt gerade immer noch weiter nach Süden, aber das gibt gleich so eine enge Kurve und dann wird es nach Norden gehen. Und ich bin ja mal gespannt, ich weiß das jetzt, wo ich den Audiokommentar aufnehme, nämlich nicht mehr, ob das dann gleich nach dieser Kurve anders sein wird, ob wir dann plötzlich wieder Rückenwind oder sowas haben. Das Rennen ist jetzt anderthalb, zwei Wochen ungefähr her, wo ich das hier aufzeichne. Und entsprechend erinnere ich mich nicht mehr an jede Sache so ganz genau. Okay, wer auf die Karte guckt, die da eingeblendet ist, wundert sich vielleicht, warum jetzt hier noch eine Rechtskurve kommt, weil es doch eher nach Linkskurve aussieht, aber ja, das ist ja nur dieser kleine Schlenker. Man sieht das aber auch gar nicht so richtig auf dieser Minikarte, die da oben rechts eingeblendet ist, dass hier in Sendenhorst, wo wir gerade durchfahren, so ein ganz lustiger Schlenker ist. Ich versuche das nochmal in groß einzublenden, wo quasi die Strecke so eine kleine Runde macht und dann nochmal die alte Strecke, also die man gerade gefahren ist, quasi trifft und so tangiert. Und dadurch erst so ein bisschen Rechtskurve kommt und dann ganz viel Linkskurve.
jetzt gleich kommt der besagte Punkt, wo die Strecke rechts abbiegt und wo wir quasi gerade eben noch von vorne kamen und da nach rechts abgebogen sind. Da links sieht man so ein bisschen das Absperrgitter. Da sind wir gerade eben aus der anderen Richtung gekommen. Und ab jetzt geht es erstmal konsequent gerade weiter nach Norden. Und ja, man merkt, die Geschwindigkeit zieht an. Statt den 35 km/h, die wir gerade nach Süden gefahren sind, muss ich jetzt hier schon 42 hinlegen, um irgendwie wieder an die Gruppe ranzukommen. So im Nachhinein, wenn man das Rennen hinter sich hat und dieses Video durchguckt, dann kann er jetzt natürlich sich die Rückennummern von den Leuten raussuchen und gucken, wie haben die eigentlich abgeschnitten. Sind die ins Ziel gekommen oder nicht? Sind die früh oder spät vor oder nach mir ins Ziel gekommen? Wenn man diese ganzen Informationen, wer das da so ist und was die so drauf haben und was so deren Fahrweise ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr mir überlegen können, ja, ich bleibe jetzt mal einfach in der Nähe so von der Person, das ist so ungefähr das Fahrprofil, wie ich es auch gut kann, aber das weiß ich natürlich alles vorher nicht. Was vielleicht auch aufgefallen ist, wenn man drauf geachtet hat, ich bin jetzt hier seit einer Dreiviertelstunde unterwegs und ich habe jetzt in diesem Video noch nicht irgendwie wahrgenommen, dass ich mal was gegessen oder getrunken hätte. Das bleibt auch die meiste Zeit so. Ich bin das durchaus gewohnt, während der Fahrt zu essen und zu trinken. Mir ist es auch an sich klar, wie wichtig das ist. Aber ja, man sagt oft, dass man das leicht bei der Fahrt vergessen kann. Und ja, bei so einem Rennen kann man das noch leichter vergessen als sowieso. Vielleicht hätte ich mir wirklich Wecker stellen sollen, wo dann tatsächlich mein Handy bimmelt und sagt so, jetzt ein Gel und jetzt ein Schluck Wasser und jetzt ein Müsli-Riegel. Also, habe ich nicht gemacht. Und ich habe schon vorher viel darüber nachgedacht, so was brauche ich da, ich wollte auf jeden Fall genug dabei haben. Ich habe da am Rad zwei Flaschen, eine mit etwa 600 und eine mit 750 Milliliter drin. Ich habe extra die Rahmentasche, die ich sonst drin habe, rausgenommen, damit ich einen guten Blick auf die Flaschen habe. Also rauskriege ich sie eigentlich immer, aber sie wieder reinzukriegen ist manchmal nervig. Ich hatte eine Zeit lang diesen relativ normalen Flaschenhalter, wo so eine Art Kunststoffkäfig die Flasche umschließt. Und ich dachte, da will ich was Praktischeres haben. Ich habe dann vor kurzem mir dieses System von Fitlock geholt. Das ist so ein mechanisch-magnetisches Kombisystem, wo man die Flaschen auch mit einer speziellen Halterung ausrüstet. Und da hat man nicht diesen Käfig, sondern nur zwei so sehr unscheinbare Nupsis am Rahmen. Und wenn man dann die Flasche ungefähr in die richtige Position bringt, wo sie hin soll, dann schnappt die von ganz alleine an. Die wird von den Magneten angezogen
und es macht Klick und dann ist sie dran. Und da das aber auch nicht immer ganz einfach ist, diese ungefähre Position zu finden, wollte ich einen extra klaren Blick auf die Flaschen haben. Also die Rahmentasche, die da sonst ist und die den Blick so ein bisschen versperrt, auch extra noch abgenommen und mir so eine ganz kleine Rahmentasche, die oben aufs Oberrohr drauf kommt, direkt hinter dem Lenker besorgt, wo nur so 2-3 Gels reinpassen, sonst nichts. Und wo man auch einfach reingreifen kann. Die hat keinen Reißverschluss und nichts, damit ich während der Fahrt auf jeden Fall gut mich versorgen kann. Ja, bin ich irgendwie nicht so zugekommen. Also ich weiß, dass ich zwischendurch, ich denke, ein Gel, ein Müsli-Riegel und ungefähr 600 Milliliter Flüssigkeit getrunken habe über das gesamte Rennen hinweg. Das ist viel zu wenig, das ist nicht gut. Das werde ich auch am Ende noch merken, dass es nicht gut ist. Aber in dem Moment hat sich alles okay angefühlt. Was die ganze Sache auf jeden Fall abgedämpft hat, ich habe am Abend vorher dran gedacht, ein bisschen Carboloading zu machen. Das heißt, am Abend vorher eine große Menge eher langsam verdaulicher Kohlenhydrate essen. Das war in meinem Fall eine große Portion Vollkorn-Dinkelnudeln. Und morgens habe ich eine Mischung aus Vollkornbrötchen und Müsli gegessen, das wurde auch irgendwo empfohlen. Und habe versucht, möglichst früh zu frühstücken nach dem Aufstehen, noch bevor ich meine ganzen Sachen zusammenpacke und andere Vorbereitungsdinge mache. Idealerweise soll man das wohl so 2 bis 3 Stunden vor Rennstart machen. Wenn das 8.40 Uhr losgeht, ich werde definitiv nicht um 5.40 Uhr irgendwas frühstücken, das kann ich gar nicht. Naja, das hat so ein bisschen geholfen, dass ich trotzdem Kohlenhydrate im Körper hatte, obwohl ich so wenig unterwegs gegessen habe. Bei dieser 95 Kilometer Distanz gibt es auch eine Verpflegungszone. Ich wusste, dass man dort irgendwelche Speisen und Getränke bekommen kann. Die Informationen dazu waren leider recht dürftig. Falls jemand von euch beim Münsterland-Giro mitmacht zum ersten Mal und nur die 65er Entfernung fährt, soweit ich weiß, gibt es da die Verpflegungszone gar nicht. Aber ich habe schon gedacht, okay, wer weiß, wo die sein wird, wann die sein wird, ob ich die dann finde, ob ich da gut reinkomme. Generell da irgendwie anzuhalten und Zeit zu verlieren, den Anschluss zu verlieren, hatte ich eigentlich keine Lust. Und vor allem auch die Sache, ich bin Veganerin seit einigen Jahren schon und versuche das schon möglichst strikt durchzuziehen. Und ja, das haben einfach viele nicht auf dem Schirm. Und ob es dann dort vielleicht irgendwie was zu essen und zu trinken gibt, was dann aber gar nicht vegan ist und ich dann halt nicht essen und trinken würde und nicht umsonst anhalte, wusste ich halt nicht. Mir war auch nicht ganz klar, wenn es dort was zu trinken gibt, wie wird das sein? Kriege ich da, ist einfach ein Wasserhahn, wo ich meine Flasche auffülle? Kriege ich da irgendeine billige Einwegflasche, die in den Fahrradhalter passen soll, in den Flaschenhalter, aber bei mir gar nicht dran passt, weil ich ja gar keinen normalen Flaschenhalter mehr habe? Wie ich drehe und wende, es waren einfach sehr viele Ungewissheiten in dieser Verpflegungszone, weshalb ich schon vorher geplant habe, die einfach nicht zu benutzen und einfach alles, was ich brauche, selbst dabei zu haben. An der Stelle kann ich vielleicht auch mal erzählen, was ich sonst so noch dabei habe. Ich habe das allernötigste Werkzeug, ein sehr kompaktes Multitool, was im Wesentlichen nur aus Imbus und Kreuz und Schlitz besteht. So wie so ein bisschen so ein Taschenmesser zum Zusammenklappen. Und ansonsten bin ich eben auf Reifenpannen vorbereitet. Ich habe Flickzeug dabei und ich habe auch einen Ersatzschlauch dabei. Schläuche sind immer irgendwie, nehmen einfach sehr viel Platz weg, also sonst, wenn ich so einen Schlauch in meiner Werkzeugtasche hatte, war die Werkzeugtasche quasi voll. Das hat mich immer genervt. Ich bin deshalb vor kurzem gewechselt auf so TPU-Schläuche, thermoplastisches Urethan. Die sind deutlich dünner, leichter, kleiner als die normalen schwarzen Butylschläuche, sind aber leider auch arschteuer, finde ich. Aber naja, gut, das Rennradfahren ist so oder so ein teures Hobby. Da führt irgendwie wenig drum rum. Und
Die kann man nicht mit normalen Flicken flicken. Da braucht man auch spezielle TPU-Flicken, die habe ich auch. Das Schwierige bei denen wiederum ist, die sollen eine halbe Stunde lang antrocknen quasi. Hatte auch so eine Art Vulkanisierlösung, aber die muss dann, nachdem man den Flicken drauf gemacht hat, also eine halbe Stunde warten, bis man aufpumpt. Natürlich das Rennen gelaufen dann. Das heißt, dass ich dieses Flickzeug selbst dabei habe, ist eigentlich irrelevant für das Rennen an sich. Hätte mir vielleicht noch geholfen, wenn ich auf dem Weg zum Rennen einen Platten gehabt hätte. Es hätte vielleicht noch geklappt, das vorher irgendwie zu flicken. Weil den Ersatzschlauch dabei zu haben, ist wichtig. Und eben auch die Reifenheber. Ich habe 3 Stück dabei. Bei dieser Felge und diesen Reifen und diesen Schläuchen, die Kombination ist halt echt ein bisschen schwierig. Da brauche ich tatsächlich auch alle 3. Also das mit weniger zu machen oder ganz ohne Werkzeug, nur mit den Daumen, würde vermutlich nicht klappen. Und das habe ich alles in einer kleinen Tasche, die unten hinten am Sattel ist. Und ja, die wichtigsten Snacks habe ich oben halt in dieser Tasche auf dem Rahmen. Und dann habe ich noch, was wohl auch sehr, sehr ungewöhnlich ist, mir eine weitere Tasche unter die schräge Stange vorne, also quasi hinters Vorderrad, gehangen, sodass meine Füße rechts und links an dieser Tasche vorbeigehen und das Rad, das Vorderrad, auch dort so in der Nähe ist, aber nicht wirklich daran kommen kann. Und da sind halt Dinge drin, die ich schon unterwegs dabei haben möchte, aber wo ich genau weiß, da muss ich nicht während der Fahrt ran. Das könnte ich nämlich gar nicht auf eine sichere Weise machen, völlig unmöglich. Aber wenn ich dann doch mal anhalten muss, dann kann ich da rangehen und da noch Dinge rausholen, die ich sonst nicht dabei habe. Was ich auch gemacht habe, ich war halt schon ein paar Tage vorher im Münsterland. Das ist ein paar hundert Kilometer von meiner Heimat Braunschweig entfernt. Und habe dort auch noch so ein bisschen kleine Probefahrten gemacht und so, um irgendwie nicht ganz rauszukommen und um wirklich zu gucken, ist jetzt mit dem Fahrrad auch alles fit. Da hätte ich mir also auch vorher noch irgendwie einen Schlauch- oder Reifenschaden zuziehen können. Dementsprechend hatte ich da natürlich mein Flickzeug und Ersatzschlauch dabei und habe aber auch von zu Hause einen Ersatzreifen mitgenommen, der nicht ganz so hochwertig und rennoptimiert ist wie die Reifen, die ich da jetzt auf dem Fahrrad drauf habe, aber auch ganz okay. Auf jeden Fall besser als ohne Reifen dazustehen, wenn mir der irgendwie am Sonntag kaputt gehen sollte. Ist aber zum Glück nichts passiert. Ja, hier passiert jetzt auch eine ganze Weile lang nichts Spannendes. Das werden wir jetzt auch mal wieder im Schnelldurchlauf überspringen. Ganz lustig, wie gerade der Mensch da links neben mir so mit langen Armen, langen Beinen, ich glaube auch noch so Überzügen vorne über den Schuhen und auch am Gesicht irgendwie gut eingepackt, so wirklich auf Winterwetter eingestellt ist, will ich echt nicht gerne tauschen. Also ich war einfach super zufrieden mit meinem Hochsommer-Outfit und würde ich jederzeit wieder so machen. Ich muss aber auch dazu sagen, auch wenn es irgendwie so mal regnerisches Wetter ist, meine Tendenz ist immer, je weniger Kleidung ich anhabe, desto weniger Kleidung kann nass werden und sich mit Wasser vollsaugen und kühlen. Also je schlechter das Wetter wird, desto weniger habe ich an. Und auch damit bin ich bisher immer gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb den Triathlon-Anzug, den ich da anhabe, ich meine, Triathlon beinhaltet halt Schwimmen, der ist extra schnell trocknend und so, den habe ich auch mir ausgesucht. Im Hinblick darauf, dass es vielleicht einfach regnen könnte Anfang Oktober. An der Stelle noch eine kleine Anekdote. Ich wollte mich halt so gut vorbereiten, wie es geht, aber irgendwas vergisst man ja immer. Und als ich dann morgens realisiert habe, ich muss ja noch diese Startnummer hinten an meinen Rücken machen, man bekommt halt diesen ungefähr nicht ganz A4 großen Zettel mit der Startnummer. Da sind das ist kein normales Papier, das ist ein bisschen so quasi noch faserverstärkt mit vielleicht Baumwollfasern oder was, ich weiß es nicht. Aber im Wesentlichen ist es schon Papier. Und man bekommt das. An den Ecken sind so Perforationen, dass man 4 so Löcher da reindrücken kann. Und dann sind da noch 4 kleine Sicherheitsnadeln dabei. Dann muss man das irgendwie in die Kleidung machen.
Und ja, das habe ich dann morgens gemacht und habe festgestellt, ja, das kann ich ja auch gar nicht machen, während ich diesen Triathlonanzug anhabe. Das muss ich ja ausziehen, dann da dran machen und dann wieder anziehen. Und ja, der ist dehnbar, aber dieses Papierschild ist nicht dehnbar. Und wie weit dieser Anzug sich dehnt, ja, was weiß ich. Ich sehe mich ja nicht von hinten, während ich ihn anziehe. Also habe ich da schon so ein bisschen extra Länge gelassen, dass der sich erstmal ein bisschen quasi geknautscht, das Schild dran gemacht habe, damit es sich dann langziehen kann. Und dann habe ich das angezogen und dann hat sich der Anzug gleich mal so gedehnt, obwohl ich ja noch nicht mal in dieser gebeugten Haltung war, die man da hat, dass mir erstmal anderthalb von diesen Löchern aus dem Papier ausgerissen sind und das Startnummernschild irgendwie dahin war. Und ich dachte, na toll, das läuft ja alles super. Und ich habe um das da dran zu machen, viel länger gebraucht, als ich dachte zu brauchen. Und es war auch schon wieder spät dran und so. Das hat mich auf jeden Fall morgens nochmal gut gestresst. Und ich habe es dann halt nochmal neu dran gemacht. Und letzten Endes war es dann, glaube ich, okay, wie ich es gemacht habe. Aber ja, solche Kleinigkeiten, die man vielleicht mal üben müsste, sagt einem vorher auch keiner. So, dieses Stück Video nähert sich jetzt dem Ende und jetzt gleich gibt es einen recht großen Sprung. Die Sache ist nämlich, ich habe eine Kamera mit integriertem Akku, also an sich wechselbarer Akku, aber ich wollte mir nicht den Stress antun, während der Fahrt den Akku zu wechseln. Ich hatte in der Tasche unten, die unten am Tretlager quasi ist, dass ich einen Ersatzakku drin für den Fall der Fälle. Aber mir war klar, wenn alles gut geht und ich bei dem Rennen nicht anhalten muss, dann werde ich nicht den Akku wechseln, der Kamera, und dann werde ich nicht die ganze Zeit aufnehmen können. Also habe ich zwischendurch ein recht langes Stück einfach nicht aufgenommen. Das war eigentlich eine ganz schöne Strecke. Die Gruppe der Leute, die ich da um mich herum hatte, war nochmal ein bisschen anders als die man jetzt meistens auf dem Video gesehen hat. Hat sich noch so ein bisschen andere Leute zusammengruppiert. Hat sich irgendwie fast wie so eine kleine Familie angefühlt, auch wenn ich jetzt nicht wirklich mit denen interagiert oder gesprochen habe, aber irgendwie war es ein netter Zusammenhalt so. Das habe ich alles nicht gefilmt. Wir waren jetzt hier zuletzt bei 37,7 Kilometer und als ich wieder gefilmt habe, war ich bei knapp 80 Kilometer. Und nun ja, da haben sich die Sachen schon ein bisschen verändert bis dahin. Und naja, das werde ich dann gleich live erzählen während des Rennens. So, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt fängt mich ab. Durchaus bitter. Ich meine, ich fahre dort 36, das ist an sich echt nicht langsam, finde ich. Ist letzten Endes ja auch schneller als die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich gefahren bin, und trotzdem fühlt es sich an, als werde ich dabei eigentlich eher abgehangen und komme nicht mehr mit. Also diese Befürchtung, dass ich jetzt akut abgehängt werde und gleich nur noch alleine fahre, hat sich ja jetzt hier doch noch nicht bestätigt. Noch sind da ja Menschen. Aber es ist schon deutlich ausgedünnt. Ich hatte übrigens eigentlich vor, ein paar Wochen vor dem Rennen nach Münster zu fahren und die gesamte Strecke einmal abzufahren. Vieles davon natürlich dann nicht auf der Straße und erst recht nicht auf der linken Straßenseite wie hier. Aber immerhin schon mal einen Gesamteindruck für die Strecke zu kriegen. An dem Tag, wo ich mir das vorgenommen hatte, hat es dann aber so sehr geregnet, dass ich dachte, nein, das tue ich mir echt nicht an. Jetzt stundenlang klatschnass im Kalten durch den Wind fahren und mich dann noch erkälten und dann vielleicht beim Rennen immer noch krank sein. Dementsprechend bin ich das meiste hiervon vorher nicht abgefahren, und auch wenn ich recht oft in Münster bin, vieles, zum Beispiel diese Straße, kenne ich vermutlich einfach noch gar nicht.
fahren jetzt gleich durch Gelma durch. Und nach Gelma gibt es eine Kanalbrücke. Und wenn ich mir die Strecke vorher genauer angeguckt hätte, hätte ich gewusst, dass da jetzt gleich nochmal ein bisschen Steigung kommt. Generell war mir schon irgendwie klar, ein Großteil der Steigung ist so eher gegen Ende des Rennens. Und wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, Steigung ist nicht meine Stärke. Dass da jetzt gerade so ein kleiner Torbogen in Bund war, wo man durchfährt, da habe ich tatsächlich keine Ahnung, auch jetzt im Nachhinein nicht, was das für eine Bedeutung hatte, warum das da stand. Ah, jetzt nochmal spannend. Hier kommt nämlich jetzt eine kleine Kopfsteinpflasterstrecke, die einzige in diesem Rennen. Wie man sieht, ich überhole da gerade noch ein paar Leute, denn ich war zwar an der Stelle nicht mehr sehr fit, sondern eher erschöpft, aber auf jeden Fall furchtlos und so ein bisschen Kopfsteinpflaster macht mir mittlerweile echt keine Sorgen mehr. Und dementsprechend dachte ich, ich versuche einfach so schnell wie möglich hier durchzukommen, dass es vorbei ist. Und wenn ich dabei Leute überholen kann, ist doch gut. Nur, naja, jetzt habe ich wieder niemand mehr vor mir. Dementsprechend war ich jetzt auch wieder im vollen Gegenwind. Es ist so ein bisschen wie mit diesem mehr Käse ist mehr Löcher, ist weniger Käse. Ja, mehr Geschwindigkeit ist mehr Gegenwind, ist weniger Windschatten, ist weniger Geschwindigkeit. Ja, da mache ich schon ein bisschen schlapp und versuche mich so ein bisschen flach zu machen im Gegenwind, um irgendwie noch vorwärts zu kommen, auch wenn ich gerade nicht so viel treten kann. Und man merkt schon, 29 km/h ist jetzt für mich in diesem Rennen eher langsam. Die überholen mich da teilweise recht locker. Hier ist jetzt aber auch schon ein ganz kleines bisschen Steigung. Also ja, das ist für das, was andere Leute an Steigung manchmal fahren, ist das natürlich eigentlich nichts. Aber für mich in dem Erschöpfungszustand ist das schon einiges. Und wie ich vorher erzählt habe, ich habe wenig gegessen, wenig getrunken. Das macht sich jetzt langsam auch bemerkbar. Außerdem fahren wir wieder Richtung Süden. Das könnte tendenziell auch ein bisschen Gegenwind bedeuten. So in der ersten Stunde war ja auch bei den Fahrten nach Süden Gegenwind. Ja, und dass ich jetzt einfach so ordentlich überholt werde, ist alles Teil der Steigung, die hier ist. Und gleich nach der nächsten Rechtskurve kommt diese besagte Brücke. An. Bin ich fertig. Den Beinen. Ja, ich weiß aber auch, sich jetzt ausruhen ist schlecht. Ich muss irgendwie möglichst schnell von dieser Geraden runterkommen, nach da, wo das Gefälle ist. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Gas, bin schon mal bei 32. Und jetzt mache ich mich flach. Und das funktioniert. Die Lücke, die da vor mir ist, noch habe ich da keinen Windschatten von dem da vor mir, das ist zu weit weg. Ich gebe mir immer nur ganz kurz ein bisschen Gas, jetzt schon mal 37 und mache mich jetzt einfach sehr flach. Also flacher geht nicht, das Knie ist halt schon an der Brust. Und die Lücke wird kleiner. Ich kann da jetzt aufholen und vielleicht kann ich gleich sogar jemanden überholen, ohne dass ich jetzt richtig viel Power geben muss, weil ich habe einfach nicht mehr richtig viel Power. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Da links sind übrigens die Rieselfelder und das kriege ich gerade absolut gar nicht mit. Das kann ich jetzt nur sagen, weil ich sie auf der Karte sehe. Das ist eine Gegend, wo ich schon das ein oder andere Mal
gefahren bin in den letzten Jahren. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn ich diese Strecke jetzt wiedererkannt hätte und jetzt irgendwie gewusst hätte, wo ich gerade bin. Ich habe da, wie gesagt, das Handy am Lenker. Das zeigt prinzipiell auch Karten an. Ich habe aber, um auch dort Akku zu sparen, die meiste Zeit das Display aus. Und wenn ich es anhabe, ich habe eine sehr minimierte Karte mir draufgeladen oder beziehungsweise einen Kartenstil ausgewählt, der einen Nachtmodus hat. Und das ist überwiegend einfach nur eine schwarze Fläche mit ganz wenig Details drin. Das Handy hat ein OLED-Display, das heißt, jeder einzelne leuchtende Pixel verbraucht eben mehr Strom, wenn er leuchtet, als wenn er nicht leuchtet. Und die Hoffnung ist, wenn ich da eine möglichst schwarze Karte ohne viel Dinge drin habe, dass das Handy dann auch weniger Strom verbraucht, auch wenn es an ist. Und ich denke, das hat auch funktioniert, aber dementsprechend habe ich halt sehr wenig räumlichen Kontext und weiß dann nicht, ich bin jetzt bei den Rieselfeldern. Und naja, Ortskenntnis und irgendwie mal auf die Umgebung achten und sich Gedanken darüber machen, dafür war schon lange, lange keine Energie mehr da. Und so kommen wir gleich nochmal zu einem Videoschnitt, denn auch mein Kameraakku musste, wie gesagt, Energie sparen. Deshalb habe ich die Aufnahme gleich erstmal wieder gestoppt. Diese Stelle da rechts übrigens mit diesem Kasten mit den Schlitzen drin, das hätte ich echt mal erkennen können. Das wäre nicht so schwierig gewesen. Naja. Und jetzt überspringen wir nämlich nochmal etwa 5 Kilometer. Also, bevor es jetzt hier mit dem Video weitergeht, muss ich mich nochmal kurz einschalten. Ich hatte an sich schon alles fertig geschnitten und vertont und produziert und geguckt und so. Ich werde im Folgenden immer wieder mal die Steigung erwähnen oder den Berg oder die Berge. Und manche von euch fragen sich vielleicht, im Münsterland, wo gibt's denn da Berge? Gar nicht wahrscheinlich. Natürlich hat jede Strecke auch dort ein bisschen Steigung, die gucken wir uns gleich noch an. Aber während des Rennens hat sich einfach meine Wahrnehmung von Steigung komplett verändert. Und ich zeige euch jetzt erstmal das Höhenprofil dieser Strecke. Und das sieht so aus. Und es sieht jetzt erstmal irgendwie ja, so ein bisschen gruselig aus. Aber man kann sich das jetzt irgendwie schlecht vorstellen, so die Distanz und die Höhe, wie viel ist das. Und um dafür eine Vorstellung zu bekommen, zeige ich jetzt einfach mal zwei übliche Strecken, die ich vor dem Rennen oft als Trainingsfahrt gefahren bin. Die eine im Hochschulsport mit anderen zusammen und die andere alleine. Und da sieht man jetzt eben die Höhe und die Entfernung gegeneinander aufgetragen. Das sind natürlich zwei völlig verschiedene Maßstäbe auf den beiden Achsen. Aber damit hat man jetzt mal eine Referenz, um diese Daten von dem Münsterland-Giro, die Höhendaten, da mal dagegen zu halten. Und wenn ich das jetzt mal zeige, wie das aussieht, dann sieht man, ja, da ist quasi nichts. Also da geht es am Anfang erstmal ein bisschen bergab. Das alles, was danach kommt, spielt sich im Wesentlichen tiefer ab als der Startpunkt. Und ganz am Ende, da in den letzten 5 Kilometern, ja, da geht es dann mal ein bisschen mehr bergauf als vorher. Aber das ist eine Steigung, die würde ich normalerweise kaum merken, vor allem würde sie mich nicht stören. Und ja, gegen Ende des Rennens war ich nun mal sehr erschöpft und habe sie dann doch sehr stark gemerkt. Und ich glaube, ich habe aber auch oft Steigung da gemerkt, wo tatsächlich gar keine war. Nicht mal so ein bisschen. Es ist schon ein bisschen lustig, wie ich da immer von dem Berg spreche. Ja, und es ist halt ein Hügelchen, wenn überhaupt. So, es sind noch 5 Kilometer. Und jetzt bin ich ganz alleine. Meine Gruppe hat mich am Berg abgehangen, nachdem ich einmal schon mal dachte, ich werde abgehangen und nochmal eingeholt habe. Jetzt sieht man die da vorne und ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Meine Beine sind ziemlich am Ende und jetzt kommt die heftigste Steigung, fast die gesamte Steigung des Rennens kommt noch. Jetzt werde ich ihn auf den letzten 5 Kilometern einigermaßen abkacken. Mal gucken, wie er mich alles noch überholt und wen ich davon schon gesehen habe vorher. Ich hoffe, der Akku reicht noch bis zum Ziel. Ja, schade, schade. Aber war klar, dass die Berge mich killen. Ich hätte vorher darauf achten sollen, dass die so weit am Schluss kommen. Ach ja, und kreislaufmäßig geht es ja auch ein bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass ich zu wenig Zucker zu mir genommen habe, eher zu viel. Ich hätte jetzt Bock auf klares Wasser, aber klares Wasser habe ich nicht dabei. Muss irgendwie gehen. Ja, es ist quasi echt schon fast zielgerade.
Also sieht hier nicht so aus, aber kommen kaum noch Kurven jetzt. Da war übrigens gerade ein Schild und auf diesem Schild hätte man jetzt bestimmt sehen können, wie viele Kilometer es tatsächlich noch sind. Das Rennen ist ja offiziell ein 95-Kilometer-Rennen. Ja, somit war ja die Vermutung, dass noch 5 Kilometer kommen, gar nicht so abwegig. In Wirklichkeit waren es aber noch 7,8 Kilometer zu dem Zeitpunkt. Und nun ja, es ist schon krass, einfach da so ganz alleine herzufahren, einfach minutenlang niemand mehr zu sehen, obwohl man ja eigentlich mit fast 1500 Leuten losgefahren ist. Und auch einfach nicht mehr zu wissen, bin ich jetzt die Letzte oder kommen da gleich noch ganz viele hinter mir? Naja, die ersten 80 Kilometer habe ich die Beine ungefähr gar nicht gemerkt. War irgendwie voll angenehm. Und dann ging es richtig los. Recht plötzlich. km/h, da lohnt sich das Rollen lassen ja kaum. Boah, den Hals merke ich jetzt auch, den Nacken. Ich werde doch ziemlich fertig sein, wenn ich angekommen bin. Erst dachte ich, das wäre hier easy peasy. Ja, ich merke an der Stelle auch nochmal die Geschwindigkeitsanzeige, die man hier im Bild sieht. Da stand jetzt gerade 27 und ich habe gesagt, dass ich 23 fahre. Das ist letzten Endes von demselben GPS-Gerät dieselbe Aufnahme. Wo diese Diskrepanz herkommt, weiß ich nicht. Wie sieht's denn aus höhenmäßig? Ach, scheiße, der kommt erst noch. Noch mal ein Schild, wo die Restentfernung draufsteht. Noch bin ich im unterwegs. So fertig. Ja, also Berg immer in Anführungszeichen. Ich glaube, ich habe diese Schilder nicht wahrgenommen. Oh, kein Bock. Gut, dass da nichts draufsteht, was ich unbedingt beachten muss. Ganz hinten kommt eine Gruppe hinter mir. Windschatten bringt mir bei der Geschwindigkeit eh nicht viel, aber die werden mich am Berg eh abziehen. Das Lustige ist, ich habe 4 Jahre im Harz gewohnt. Das, naja, da gibt es richtig Berge. Wie man es macht, da macht es falsch. Und es ist schon sehr lustig, dass ich diese nicht sichtbare, soeben gerade spürbare Steigung hier im Münsterland mittlerweile als Berg bezeichne. Das ist ziemlich genau das, was ich nicht vorhatte, irgendwie die ganze Zeit alleine unterwegs sein. Andererseits kann ich so besser mein eigenes Tempo finden und lass mich zu keinem Scheiß überreden. Ich denke, wenn ich einigermaßen fit bin und nicht völlig ausgelaugt, dann kann ich auch deutlich größere Steigungen noch zurücklegen, ohne halt viel, viel langsamer zu werden. Ich meine, ich bin immer die Langsamste am Berg in solchen Rennradgruppen, aber ja. Spannenderweise habe ich jetzt schon mehr Höhenmeter gemacht, deutlich mehr, als angeblich die ganze Tour haben wird. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Dass ich dieses bisschen Steigung hier tatsächlich gerade merke und dass es für mich ein Gamechanger ist und dass ich Angst davor habe, dass das jetzt gleich noch kommt. Danke! Das ist einfach ein klarer Ausdruck dessen, dass ich mit den Kräften völlig am Ende bin. So, also laut Tacho noch 3 Kilometer. Nein, noch 2. Aber auf der Karte sehe ich, dass es eher 6 sind. Wenn man der Anzeige hier glauben darf, bin ich gerade wieder ein bisschen schneller unterwegs und trotzdem werde ich fast überholt. Also ich werde überholt, noch werde ich nicht abgehangen.
die gesamte Zeit über, obwohl ich wusste, dass jetzt nur noch so wenig Strecke kommt, ich hatte tatsächlich Sorge, ob ich noch ankomme. Ich wusste nicht, ob ich noch durchs Ziel rolle. Es hätte gut sein können, dass ich ein paar Meter vorm Ziel umkippe oder so. Oder einen Krampf kriege oder was auch immer. Aber ja, es war auch schön, irgendwie so gegen Ende doch noch mal ein bisschen Geschwindigkeit drauf zu kriegen und einen Hoffnungsschimmer. Und jetzt bin ich wieder alleine. So nah dran und doch so weit weg. Ja, und man merkt, wie die Geschwindigkeit auch wieder deutlich runter geht hier. Ach, ich hasse Berge. Das ist echt eine schöne Sache. Selbst wenn man hier mit langsamen 25 km/h durch die Gegend zuckelt, es stehen Menschen am Rand und die gucken und die klatschen, obwohl vor mir schon wahrscheinlich 1200 bis 1500 weitere Leute da durchgefahren sind, die meisten davon deutlich schneller. Und die stehen immer noch da und sind immer noch dabei und klatschen. Und ja, selbst wenn das nur zwei, drei Leute sind, das baut ein bisschen auf. Keine Power mehr. Halb aus dem letzten Loch. Da kommen wieder welche. Die werden mich auch überholen. Also ja, ich jammer, dass ich keine Power mehr habe, aber ohne das bisschen Geklatsche, wer weiß, hätte ich vielleicht irgendwann aufgegeben. Andererseits muss man es auch mal so sehen. Bevor ich dieses Gravelbike-Rennrad hatte, hatte ich immer billige Baumarktfahrräder. Teilweise Mountainbikes, teilweise Citybikes. Wenn ich damit mal 27 km/h erreicht habe für wenige Minuten, dann war das schon volles Auspowern und da war ich dann schon stolz drauf. Und hier ist es jetzt so, ich bin völlig fertig am Ende mit den Kräften. Und offenbar schaffe ich immer noch ungefähr solche Geschwindigkeiten. Und naja, klar ist das auch ein Verdienst des besseren Fahrrads, dass es weniger Rollwiderstand hat, dass ich eine andere Sitzposition habe und damit weniger Luftwiderstand und so. Aber auch ein Zeichen dessen, dass ich einfach sehr viel fitter geworden bin im letzten Jahr. Naja, immerhin macht es hier nicht so viel aus, dass ich keinen Windschatten habe. So, und siehe da, die überholen mich, aber die sind gar nicht so viel schneller als ich. Vielleicht kann ich mich da ja dranhängen. Wenn ich noch Kraft dafür habe. Ja, scheint zu klappen.
ich kann noch dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt vorhin in meiner Umgebung nur noch sehr wenig wahrgenommen. Hier sind ja schon irgendwie auffällige Gebäude am rechten Rand. Jetzt hier rechts zum Beispiel kommt gleich nach diesem Gebäude mit dem RS. Das hat ja schon diese auffälligen Fenster. Und jetzt ist hier dieses riesige Dach mit diesen Löchern drin. Habe ich während der Fahrt einfach nicht wahrgenommen. Habe ich erst hinterher im Video gesehen und dachte, ach, spannend. Irgendwann bin ich da, glaube ich, auch schon mal lang gefahren vor Jahren. Aber und jetzt hier rechts kommt gleich ein Decathlon. Und ist so lustig, weil in diesem spezifischen Decathlon war ich in den Tagen und Wochen vor dem Rennen, ich glaube, viermal. Und ohne Last-Minute-Einkäufe bei Decathlon hätte ich es einfach nicht gepackt. Und ich bin da direkt dran vorbeigefahren. Ich habe es nicht mitbekommen. Hätte jetzt an dieser Stelle jemand zu mir gesagt, hier gerade eben bei Decathlon, hätte ich gesagt, hä, wo war denn da ein Decathlon? Keinerlei räumliche Orientierung, dass ich jetzt gerade den Friesenring in Münster überquert habe. Ich bin nur noch im Krisenmodus. Hallo Münster. Ja, hallo Münster, sag ich, weil ich jetzt irgendwie wahrgenommen habe, dass ich voll in Münster bin. Bin eine richtige Schnellmerkerin, ne? Und auch hier dachte ich so, jetzt kann ja echt nicht mehr viel kommen. Ich hatte aber keine genaue Vorstellung davon, wie weit es jetzt noch ist. Ich fühle mich so gar nicht nach Zielspurt. Und ab und zu sind hier rechts so Schilder, wo so Restentfernungen draufstehen. Ja, muss ja, ne? Jetzt noch 100, so. Okay, ja gut, dann wohl noch mal so weit, dachte ich. Aber kein Ziel in Sicht. Ja, in dieser Ecke von Münster kenne ich mich auch generell wenig aus. Hätte es auch nicht viel genützt, die Umgebung wahrzunehmen. Aber da hört man im Hintergrund schon die Moderationsstimme. Und die Werbung hier am Rand sagt mir auch, es kann eigentlich jetzt wirklich nicht mehr weit sein. Die Zuschauer verdichten sich und da rechts ist der Platz, der Schlossplatz in Sicht. Den kenne ich schon. Da muss es gleich sein. Da war nämlich morgens auch die Beutelabgabe. Und da tatsächlich ist das das Ziel. Ist das das Ziel? Ja, es ist das Ziel. Ich habe es geschafft. Unglaublich. Mit dem Hammer lauert, rot zuzuschlagen. Muss man die Motivationshilfe bekommen. Da kann ich dem Moderator völlig zustimmen. Der Mann mit dem Hammer war da. Das, was im Englischsprachigen oft als Bonk bezeichnet wird unter Radfahrern. Dieser plötzliche Abfall der Leistungsfähigkeit. So, und jetzt komme ich hier in den Zieleinlauf rein. Auch das kannte ich zum Glück von morgens schon, wie es dort aussieht. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin angekommen. Ich bin durchs Ziel gekommen. Ich bin nicht vom Fahrrad gefallen. Uff. Unglaublich. Ja, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen. Und jetzt ist der Akku leer von der Kamera. Ich habe nicht auf Stopp gemacht. 35 finden sich damit in die Sieger ein. Die ersten drei jeweils in die Altersklassen. Ich möchte darum bitten, dass wir nicht so durcheinander hatten wie gerade, sondern
in der 95 Kilometer langen Rennstrecke dann auch möglichst schnell alle drei haben. Jeder weiß ja ungefähr, der hat sie hier aufs Handy geschafft oder nicht. Da kann man sich vorher die Siegerliste mal anschauen, die liegt hier aus und weiß jeder oder jede, aha, ich muss zur Siegerliste. Ich hoffe, dass mein Zieleinlauf mit drauf ist. Gerade eben war nämlich der Akku dann leer, der erste. 12:30 Uhr werden zuher noch. Ich bin im Ziel, ich habe ein Wasser bekommen. Alles gut, aber so fertig war ich schon lange nicht mehr. Vielleicht doch nie. Und ich klebe überall, weil ich mir das Gel drüber geschmiert habe. Ja, genau. Also unterwegs hatte ich nur ganz wenig getrunken, ein Müsli-Riegel gegessen und ein Energy-Gel konsumiert. Und naja, das ist mir überwiegend ausgelaufen. Auf Arm, auf Brust, aufs Bein, auf den Lenkergriff, aufs Oberrohr, auch auf die Unterseite des Oberrohrs, aufs Handy, auf die Kameralinsen. Das sieht man jetzt gleich im Video besonders gut noch, wenn ich die Kamera später auf dem Kopf trage und ein bisschen hin und her schwenke, dass einfach so ein Schlierfilm auf der Kamera ist. Und das Zeug geht gar nicht so super leicht wieder ab. Ja, ich habe da natürlich noch viel länger rumgesessen, als es hier im Video zu sehen ist. Hab echt erstmal eine Weile Ruhe gebraucht, bis es wieder ging. Mit dem kannst du bei dem Wetter heute Morgen also ganz viel gut fahren. Danke. Ich habe vielleicht die ersten 5 Minuten was mit dem Kalt danach nicht mehr. Ja, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich meine Rachel irgendwo angeschlossen bekomme. Denn die ganze Zeit über den Platz mitschieben ist dann auch nicht so ganz das Wahre. Und dann zusehen, dass ich was zu essen bekomme. Also ich hatte zwar ja, unterwegs die ganze Zeit nur Süßkram, dass ich eine Packung so Knickknacks, so teigumhüllte Erdnüsse dabei hatte, habe ich ganz vergessen. Sonst hätte ich die jetzt erstmal gegessen. Und jetzt wie immer die große abenteuerliche Frage, bekomme ich hier wohl irgendwo was Veganes? Nun ja, im Anmeldepreis fürs Rennen mit inbegriffen war auch ein Gutschein für eine große Portion Nudeln. Stand extra dabei, dass es die auch vegetarisch gibt. Dann will ich doch mal schauen. Oh, hier, Moment, hier gibt es Bananen. Ist zwar auch süß, aber trotzdem besser als nichts. Nehme ich mal so eine halbe Banane. Und jetzt gucken wir mal, ob es die vegetarischen Nudeln, ob die auch vegan sind. Naja, ist hier nicht so, als wenn ich irgendwas anderes erwartet hätte. Also mal gucken, wo gibt es denn hier noch was zu essen? Meine Güte, habe ich einen Hunger. Aber, oh ja, na gut. Wenn sonst nichts mehr geht, Pommes mit Ketchup geht immer. Vegane Mayo gab es natürlich auch nicht. Aber hey, ich habe eine Pommes. Und somit habe ich das eigentliche Ziel des Tages jetzt erreicht. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, dann geben wir mal einen kleinen Zwischenapplaus, denn der liest hier die Namen runter und ruft euch auf zur Siegerehrung. Also da müsst ihr schon mal in Hut ziehen vor ihm. Nee, muss ich wirklich sagen. Ganz tolle Leistung. Ich hoffe, ihr seid hörig und habt das auch mitbekommen. Ja, und so abschließend, was kann ich sagen? Also ich fand es auf jeden Fall absolut richtig, mitgemacht zu haben. Und ich bin auch ziemlich zufrieden damit, dass ich gleich die mittlere Distanz genommen habe. Ich meine, klar, wenn ich jetzt die kleine Distanz genommen hätte, ich hätte besser abgeschnitten. Ich wäre nicht so K.O. gewesen. Aber tatsächlich, ich brauche auch manchmal so den Nervenkitzel. Und vielleicht wäre mir das tatsächlich ein bisschen zu wenig Nervenkitzel gewesen. Ich denke, beim nächsten Mal werde ich wieder die 95er fahren. Ist ja erst wieder in einem Jahr.
falls ich zwischendurch noch andere Rennen fahre und da irgendwie noch andere Erfahrungen sammle, kann es natürlich sein, dass ich mich nochmal umentscheide. Ja, und oh, der Wind. Genau, so einen blöden Wind hatten wir da nicht. Das Audio wird völlig hinüber sein, ich merke das doch. Ja, danke an alle, die mit mir zusammen hier durchgehalten haben und dieses Video immer noch gucken und meinem Gelaber immer noch zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es entweder unterhaltsam oder lehrreich war oder was auch immer. Dann würde ich sagen, bis bald zum nächsten Mal.